Willkommen im Saal 1 hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Willkommen auch draußen am Livestream, denn von hier aus wird übertragen. Mein Name ist Christian Rako von nachtkritik.de und ich begrüße Sie zum Nachmittagspanel, wie aus Breaking News Theater wird, Jael Ronens, Point of No Return und der Amoklauf von München. Wir haben am gestrigen Tag im Abschlusspanel die starke und sicherlich auch zutreffende Behauptung gehört, Theater sei die Gegenwartskunst schlechthin. Trotzdem kommt es einigermaßen selten vor, dass Theater so nah an Ereignisse heranrückt, wie das im letzten Jahr geschehen ist. Ereignisse, die ihren Auftakt nahmen im Anschlag in Nizza am 14. Juli, die dann in einer Regionalbahn in Würzburg mit einem Anschlag weitergingen am 18.07., ein Amoklauf mit Axt, wenn man sich noch erinnert. Und dann kam es zu dem, worum es jetzt in unserem Gespräch gehen soll, am 22. Juli, der Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum von München. Nicht nur ein Anschlag mit Opfern, sondern auch ein Echtzeit-Medienereignis, kann man sagen. Die Süddeutsche Zeitung hat das sehr luzide analysiert in dem Aufsatz Timeline der Panic, der jetzt auch für den Grimme Online Award nominiert ist und der errechnet hat, dass allein auf Twitter 113.000 Kurznachrichten sich um dieses Ereignis in der einen Nacht rankten. Das ist der Ausgangspunkt für eine Produktion, die nur 3 Monate danach, und man muss dann auch dazu sagen, da war ja die Sommerpause dazwischen, Anfang Juli an den Münchner Kammerspielen herauskam, von Jael Ronen, einer Regisseurin und Autorin, die wir hier in Berlin sehr gut kennen, weil sie an der Schaubühne gearbeitet hat mit Dritte Generation. Was habe ich gesagt? Oh, das tut mir leid. Nee, also Anfang Oktober nach der Sommerpause kam die Arbeit heraus. Jael Ronen, die wir gut kennen von ihren Arbeiten an der Schaubühne und vor allem natürlich auch am Gorki-Theater und der Shermin Langhoff, die jetzt an den Münchner Kammerspielen arbeitet. Ich denke, dass wir diese Diskussion in zwei Richtungen spielen werden, nämlich einmal, was war das für ein Ereignis, was ist das für eine mediale Situation auch gewesen und wie hat sich das Theater in seinen Mitteln spezifisch daran schärfen können, welche Form von Auseinandersetzung hat es gewählt. Ich begrüße für dieses Gespräch hier oben mit mir aus der Produktion der Münchner Kammerspiele die Dramaturgin Johanna Höhmann. Johanna Höhmann ist gebürtige Essenerin. Sie hat in Berlin am Hau gearbeitet, hat für Freischwimmer gearbeitet und ist jetzt mit Matthias Lilienthal an den Münchner Kammerspielen eben als Dramaturgin tätig. Ich begrüße ganz außen Damien Rapgötz, Schauspieler und Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Er ist gebürtiger Australier aus Darwin. Er hat klassischen Gesang, Musiktheater und Sound Studies studiert, sowohl in Australien als auch dann hier an der UdK in Berlin. Und ich begrüße direkt neben mir den zweiten Journalisten auf diesem Panel, Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk. Für den Deutschlandfunk arbeitet er auch. Er ist Mitorganisator des Zündfunk-Kongresses für Netzkultur, digitale Kultur in München. Und er ist Chefredakteur und Herausgeber des zunehmend wichtigen Gaming-Magazins, Bookazines, wie man das nennt, WASD, also für diese Tastenkombination, mit der man die Avatare führt, ein Magazin für ja, das neue kulturelle Medium Spiele. Und wir werden, denke ich, gegen Ende des Gesprächs auch durchaus nochmal darauf kommen, wie man eigentlich aus diesem Medium auf diese Ereignisse reflektierend blickt. Damit wir jetzt aber den Gegenstand unseres Gesprächs in den Raum stellen können, gucken wir zunächst in einen Zusammenschnitt, den die Münchner Kammerspiele für uns erstellt haben. Das ist kein Trailer, aber ein Zusammenschnitt, wo wir so in exemplarische Passagen des Stückes etwa 5,5 Minuten reingucken können. Start to cry. Ich will euch wiedersehen.
terrorism to improve my performance. Because it was actually better. Everyone said so. Even Jochen Noch. Everyone said they loved it. Ich war nicht im Theater, ich war nämlich in der Innenstadt. Ja, ich betrete gerade ein Geschäft. Es war Kick, der Textildiscount. Ja, ich weiß, das sollte da eigentlich nicht sein. Normalerweise bin ich da nie. Aber ich brauchte ganz dringend Socken. Und die hatten gerade so ein Angebot, 8 Paar Socken für 2 Euro. Und plötzlich gab es eine Durchsage, es gäbe einen terroristischen Anschlag und dass sie jetzt die Türen verriegeln. Mein Handy spielte total verrückt. Ich hatte tausende diffuse Twitter-Meldungen und zahlreiche besorgte Facebook-Nachrichten. Ich spürte irgendwie, dass meine 1996 Facebook-Freunde jetzt von mir irgendwie erwarten, dass ich irgendwas poste. Also bin ich einfach online gegangen und habe geschrieben, ich bin in der Münchner Innenstadt, eingesperrt in so einem Laden, totale Panik, da draußen wird geschossen. Ja, in dem Moment, wo ich das gepostet hatte, hatte ich es auch schon bereut und ich wollte es korrigieren. Da sehe ich habe nur noch 4% Akku. Es trifft mich wie ein Schlag, ich hatte kein Ladekabel dabei. Noch schlimmer, ich dachte, dieser Beitrag wird meine letzte Äußerung für diesen Abend gewesen sein. Ja, vielleicht sogar für immer und alle werden denken, dass ich tot bin. Und dann dachte ich, mein Gott, ich muss das korrigieren. Ich schaute auf mein Handy, 3%. Ich versuche online zu gehen, 2%. Meine Hände fangen an zu schwitzen, 1%. Ich schaffe es, online zu gehen, meine Hände zittern. Und in diesem Moment stirbt das Handy in meinen Armen. Ich rufe ganz laut, ein Kabel für ein iPhone 6. Ein Kabel für ein iPhone. Niemand antwortet. Also die Vorstellung, diese Kindervorstellung, die wurde nach einer knappen Stunde unterbrochen, weil bei einigen der Kinder durchgesickert war, dass offenbar an mehreren Orten in der Innenstadt, also direkt um uns herum, ein organisierter Terrorangriff stattfindet. Und ich weiß noch, mein erster Gedanke war, wow, wir sind die Ersten, nicht Berlin. Also auf eine dasselbe getan. Hätte ich mich eingemischt? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man gar nicht die Wahl. Vielleicht wird man einfach hineingezogen. Der Körper reagiert wie von selbst. Ich dränge die Meute zurück. Sie drängen mich aus dem Weg. Ich habe Angst vor Gewalt. Ich habe Angst vor großen Gruppen von Männern. Ich habe Angst vor dem, was aus uns wird, wenn wir die Erlaubnis haben, zu hassen. Ich bin der, der alles mit dem iPhone filmt. Er kann nicht aufhören. Er weiß nicht warum. Er hat das Gefühl, dass ihm nichts passieren kann, solange er filmt. Dass er nicht Teil des Ereignisses ist, sondern es sich auf YouTube anguckt. Dass die Realität gar nicht real passiert. Er ist fasziniert und angewidert. Er dokumentiert die letzten Atemzüge eines Mannes, der zu Tode geprügelt wird. Der Trend zu vermehrten Terroranschlägen weltweit ist ja offensichtlich. Tatsächlich jedoch treten 57% aller Terroranschläge und 78% aller Terrortode nur in 5 Ländern auf. Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrien und Nigeria. Seit dem Jahr 2000 sind 2,6% aller Terrortode in der westlichen Welt passiert. Und das inklusive 9/11. Ohne 9/11 sind es gerade bei 0,5. Statistisch gesehen wird nicht mal der Prozentsatz einer Person in diesem Raum an Terror sterben. Ja, das sind die Fakten. Ich will jetzt nicht moralisch klingen, aber ich glaube, wir sollten uns echt um andere Dinge sorgen. Statistisch gesehen ist es so, dass der Großteil von uns in diesem Raum nämlich an einem Herzinfarkt sterben. Das ist immer noch die führende Todesursache in der westlichen Welt. 13,2 Millionen jedes Jahr.
Vielen Dank für den Zusammenschnitt. Wer Lust bekommen hat, die Produktion wird hier bei den Autorentheatertagen im Juni im Deutschen Theater gleich gegenüber gezeigt. Wir beginnen aber an dem Punkt, an dem auch diese Produktion ihre Auseinandersetzung gestartet hat, nämlich bei den Ereignissen selbst. Christian Schiffer, rückblickend auf diesen 22. Juli 2016, Olympia-Einkaufszentrum, eine Nacht, in der der Eindruck entstand, dass München von einem organisierten Terroranschlag erfasst ist, mit mehreren Tatorten. Insgesamt gab es 67 Notrufe bei der Polizei, der die nachgingen. 66 davon erwiesen sich als Fehlmeldungen, als Falschmeldungen. Wie haben Sie persönlich die Ereignisse mitbekommen? Ja, es war ein Abend, an dem ich eigentlich Gesellschafterversammlung hatte von meinem Verlag und ich plötzlich auf dem Handy ein Foto gesehen habe, nämlich das Foto des Olympia-Einkaufszentrums. Das Olympia-Einkaufszentrum ist ein Ort, der mir tatsächlich einiges bedeutet, weil ich in meiner Jugend ein sogenanntes Mall-Kid war. Also ich war ein Kind, das sehr viel Zeit in Einkaufszentren verbracht hat. Ich habe dort meine Freunde alle kennengelernt beim Raubkopieren von Computerspielen im Karstadt. Und deswegen habe ich sofort gesehen, okay, das ist irgendwie das Olympia-Einkaufszentrum. Es war eine BBC-Meldung und dann hieß es eben, es gäbe dort Tote. Ich habe dann den völlig absurden Versuch noch gestartet, zu meiner Gesellschafterversammlung in den Münchner Osten zu fahren. Aber da war es tatsächlich schon so, lag schon so eine leicht apokalyptische Stimmung über der Stadt. Also Hubschrauber, Polizeisirenen. Das Wetter war auch so ein bisschen mit so einem Wind und so. Und dann hat man mir auch gesagt, gehen Sie nach Hause. Und ich bin dann nach Hause gegangen, habe den Laptop aufgeklappt, weil, und das finde ich, habt ihr in diesem Theaterstück sehr gut rausgebracht, einem ja dann in so einer Situation ganz seltsame Gedanken dann kommen, die auch ziemlich absurd sind, wenn man sie sich im Nachhinein nochmal betrachtet. Und mein Gedanke war, ich muss diesen Facebook Alarmknopf drücken. Es geht mir gut Knopf. Facebook hatte ja ein paar Monate diesen Facebook es geht mir gut Knopf eingeführt. Und ich wusste aber nicht, wie man den drückt. Also musste ich halt erstmal googeln, wie drücke ich diesen Facebook es geht mir gut Knopf. Und habe mich also eine Viertelstunde auseinandergesetzt, erstmal mit der Frage, wie ich Facebook richtig bediene, damit die ganze Welt weiß, dass es mir gut geht. Und dann hatte ich das geschafft und das war dann schon mal ziemlich gut. Und dann ging dieser Abend dann so richtig los. Und dann fing so diese zweite Frage an, nämlich, wie verhalte ich mich jetzt in den sozialen Medien? Ich habe sehr viele Facebook-Freunde, sehr früh schon habe ich Videos bekommen, unter anderem dieses hochgradig absurde Video, wo dieser alte Bayer aus seinem Balkon, dieser Bayer, der wohl selber auch rechts ist, aus dem Balkon eine Flasche wirft auf den Amokläufer und mit dem darüber diskutiert, was überhaupt Deutsch sein bedeutet. Und das Ganze wird gefilmt von einem bosnischen Migranten. Also ich glaube, eine Inszenierung hättet ihr nicht besser hinbekommen. Und dann nämlich die Frage, darf man sowas teilen oder nicht? Ja, heute muss ja jeder, der irgendwie Sender ist, ist ja auch Empfänger. Und dann hat ja die Polizei auch gesagt, man darf keine Videos von dem Tatort und so weiter posten. Das könnte ja den Tätern helfen. Damals ging man auch von Terroranschlag aus. Und das ist so das Nächste. Ne? Dann muss man die ganze Zeit überlegen, ja, wie verhält man sich jetzt hier so in den sozialen Medien? Und gerade als Journalist will man da ja erst recht keinen Fehler machen. Und so ging das dann eben. Und ich habe dann Fernsehen geschaut, ich habe daran hat mich Facebook dann erinnert am Jahresende, die zwei erfolgreichsten Posts in meinem Leben gemacht, nämlich einen, als ich gesagt habe, man kann zu mir nach Hause kommen, also Open Doors, ja, Hashtag, und der zweite, dass ich diesen Polizisten, den Pressesprecher gelobt habe. Und dann ging das bis eins circa, als dann eben klar war, es handelt sich nicht um einen Terroranschlag, sondern wahrscheinlich um einen Amoklauf, dann bin ich schlafen gegangen. Wie ist das rückblickend? Sie haben gesagt, die erste Information kam zu Ihnen über die BBC, also über einen ausgewiesenen Medienkanal. Sie sprechen schon die Polizei an und ihre Arbeit in der Nacht, die doch versucht hat zu deeskalieren oder zu ein gewisses Grundvertrauen wiederherzustellen in die Lage. Haben Sie das Gefühl, dass da die klassischen Medien eher vor sich hergetrieben wurden und auch die Polizei, auf die meisten Twitterer zugegriffen haben, vor sich hergetrieben wurde, oder war das doch eine recht erfolgreiche Kommunikationsstrategie?
Ja, es kommt darauf an, welchen Teil man sich dieser Kommunikationsstrategie anschaut. Also ich glaube, die Polizei wurde nicht vor sich hergetrieben. Ich glaube, dass die Polizei sehr viel davon profitiert hat. Das war halt, man sucht ja in so einer Situation nach, naja, nach so vertrauenswürdigen Organisationen, ja, die einem Informationen liefern. Und die Münchner Polizei hatte, wir hatten ja in Silvester schon mal eine Terrorwarnung gehabt in München. Und da haben die schon gute Erfahrungen gemacht mit Social Media. Also diese ganzen Geschichten, wir übersetzen in verschiedene Sprachen. Wir versuchen, was Herfried Münkler eine heroische Gelassenheit genannt hat, versuchen wir zu vermitteln. Wir versuchen, sachlich zu informieren. Und das dann eben auch noch in einer Figur mit von diesem Polizeipressesprecher, dessen wunderschönen Namen ich leider immer wieder vergesse. Markus de Gloria Martins. Vielen Dank. Ich glaube, dass die Polizei da sehr davon profitiert hat. Bei den Medien ist es halt immer, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es eben sehr, sehr viele Informationen, die die Leute schon haben, bevor sie verifiziert worden sind. Und die Leute erwarten aber trotzdem irgendwie von den Medien, sie sollen noch mehr Informationen liefern. Und ich glaube, dass man auch da auf andere Art und Weise eine heroische Gelassenheit walten lassen muss, nämlich indem man Informationen erst dann veröffentlicht, wenn sie nach den journalistischen Kriterien, die man so kennt, Zwei-Quellen-Prinzip und so weiter und so fort, verifiziert worden sind. Das ist an dem Abend so passiert und das fand ich auch gut. Und das heißt, also eine erfolgreiche Strategie würde erstmal auf eine Entschleunigung setzen und würde sagen, wir sind dabei, Fakten zu überprüfen und bestätigen oder widerlegen zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Das ist die Aufgabe der Medien in dem Moment. Ja, die Medien haben nicht die Aufgabe, Gerüchte zu kommentieren oder Gerüchte zu verbreiten. Sie haben die Aufgabe, dafür gibt es sie halt, Dinge zu bestätigen, einzuordnen, einzuschätzen und immer auch klar zu sagen, was sie wissen und was sie nicht wissen. Ja, das ist ja auch so. Es gibt ja dieses Online-Format mittlerweile, was ja immer gemacht wird, wenn es schnell gehen muss. Und darin kristallisiert sich das, finde ich, sehr, sehr gut. Und diese Unterschreibung muss man in so einer Situation sauber treffen. Johanna Höhmann, der Abend, der jetzt Point of No Return ist, der sollte ursprünglich ganz anders beginnen. Der sollte sich mit Dating-Apps und Cybersex beschäftigen. Und dann kam irgendwie dieses Ereignis offensichtlich dazwischen. Wie lief denn diese Neuausrichtung ab? Genau, also gleich für diejenigen, die nicht wissen, wie Yael Roon arbeitet, ist es, was sie sozusagen oder ihre Arbeitsweise auszeichnet, ist, dass sie eigentlich in dem Moment, wo sie eben nicht mit einer bestehenden Vorlage arbeitet, meistens von einem Titel ausgeht. Und das war in dem Fall der Titel Point of No Return, den wir ganz zu Beginn hatten, aber eigentlich in der Überlegung eigentlich anzuknüpfen an eine Arbeit, die sie hier am Berliner Maxim Gorki Theater gemacht hat, Erotic Crisis, und eben mit dem Thema, was Herr Rako eben schon gesagt hat. Und demzufolge gab es erstmal eigentlich zu Beginn in der Vorprobenzeit im Juli eine lange Recherchephase, wo sie gemeinsam mit den Schauspielern gesprochen hat, viel zu unterschiedlichen Themenkomplexen sozusagen bezüglich Point of No Return uns ausgetauscht haben und Schreibübungen gemacht haben. Also was heißt Point of No Return auf der gesellschaftlichen Ebene? Was assoziiert man mit Point of No Return auf der individuellen Ebene und so weiter? Und dann kam eben gegen Ende der Probenzeit im Juli dieses Ereignis dazwischen. Und das war tatsächlich, dadurch, dass unsere Suche noch so breit war, für uns alle so ein eindrückliches Erlebnis, auch in der Dichte der Ereignisse, eben dieses Zugattentat in Würzburg und ein paar Tage darauf das Attentat von in Ansbach, dass wir dachten, und in der Türkei eskalierte die Situation und irgendwie hatte man das Gefühl, das sind Brexit, genau, es waren so viele Themen, die da in diesem Sommer sozusagen so verdichtet sich ereigneten, dass wir das Gefühl hatten, eigentlich müssen wir darüber sprechen. Und das ist sozusagen ein existenzieller Moment gewesen, wo wir sowas wie ein Point of No Return für uns selber oder als Team sozusagen jeder in seiner Weise erlebt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass wir relativ kurzfristig eigentlich dann eben das Thema verändert haben. Und es gab, dazu kannst du vielleicht was sagen, Damien, es gab bereits sozusagen in dieser ganzen Münchner Kammerspieldebatte eben auch eine Diskussion, die das schon ein bisschen wie vorweggenommen hat, thematisch. Also nicht direkt, aber
Vielleicht kannst du da kurz was sagen. Wir haben schon so vor dieser Amoklauf passiert ist, wir haben schon eigentlich diskutiert über die Angst da oder die Vision von jemandem Zuschauer, die schießt auf das Publikum. Also wahrscheinlich auch von Paris oder Moskau oder. Aber dann gab es so einen leichten Konflikt zwischen die neuen Münchner Kammerspiele und die alten, und da war schon eine Spannung zwischen die Kritiken oder die Presse und auch die Publikum und die neue. Und als Performer im Münchner Ensemble fühlte ich mich ein bisschen so, also meine eigene Neurose war ein bisschen, dass ich bin unter Attacke. Von Frau Dössel. Schieben wir das vielleicht auch vom Publikum. Vielleicht schieben wir das nochmal einen Moment zurück, weil das ja dann schon die etwas weitere Debatte dieses Abends anbelangt. Nur damit wir es verstehen. Sie sagen, Sie setzen sich mit Jael Ronen zusammen, man bringt eigenes Material auf, tauscht sich aus, auch erstmal in einem Brainstorming assoziativ. Wenn wir jetzt an den Beginn denken, wo diese längere Erzählpassage ist, ich war im Kick-Discounter und ich habe es so und so wahrgenommen und mein iPhone 6 starb in meinen Händen. Sind das dann eher fiktionalisierte Berichte oder sind das biografische Berichte? Welche Mischung suchen Sie da? Ja, es gibt 5 Schauspieler. Wiebke Puls, sie war im Kammer 2 oder Werkraum mit ihren Kindern. Sie haben eine Kindervorstellung angeschaut an diesem Abend. Jelena Kulic war im Kammer 3. Sie spielt Sonnambula. Ich war im Kammer 1. Ich spielte Mittelreich. Das Ausschnitt ist ein Ausschnitt vom Mittelreich. Die Produktion. Dieser Gesang, dieser Brahms-Gesang. Genau. Mhm. Und dann Nils Bormann war tatsächlich in Kantina. Er hat gewohnt in die Künstlerwohnung um die Ecke und dann hat gegessen im Kantina, so hat Fischsuppe gegessen. Und alle diese Geschichten sind dann im Stück, also dann, also sie sind wirklich, also, aber sie sind auch Karikaturen, würde ich fast sagen, von was, von. Also der Ausgangspunkt ist ein biografischer und der wird dann künstlerisch überspitzt. Aber ist es eigentlich so, dass Jael Ronen dann im Wesentlichen die künstlerische Bearbeitung, also die Schreibarbeit letzten Endes leistet oder schreiben da auch eigentlich alle Ensemblemitglieder noch mit? Ja, es ist ein interessanter Prozess, in dem sie fragt uns, wir sprechen darüber in einer Runde. Manchmal fragt sie uns auch, darüber zu schreiben und wir geben einen Text, aber dann am Ende, normalerweise sie schreibt das ganz genau und zum Beispiel ich spreche im Englisch in die Vorstellung, also sie hat das Wort für Wort geschrieben und war ganz streng, ziemlich streng, dass ich so bleibe, was mich geirrt hat, weil die anderen haben alle Deutsch gesprochen und sie war nicht so streng, weil sie spricht nicht so viel Deutsch. Okay. Aber dann in die Übersetzung, ich denke, ja, vielleicht. Es ist meistens ein Prozess, dass sie schreibt sozusagen Szene für Szene während der Probenzeit und dann ist es habe ich die Texte übersetzt und dann haben wir uns zusammen mit den Schauspielern gesetzt und dann gab es immer noch so eine Phase der Überarbeitung, also man hat schon dann als Schauspieler auch die Chance da was noch anzufügen oder zu sagen, ah, damit bin ich nicht einverstanden teilweise. Jetzt haben wir gehört, dass gerade in diesem ersten Drittel, wo es um den Münchner Amoklauf selbst noch geht, auch recht viele Lacher in der Premiere, auch jetzt in dem Zusammenschnitt damit zu hören sind. Ich erinnere mich, einer der Kommentatoren auf nachtkritik.de hat zu dieser Premiere geschrieben, er nannte sich Uff. Ja, das wäre ja schön gewesen, wenn der Amoklauf von München weniger grausam gewesen wäre als ein Terrorangriff. Und die Menschen in München nicht in größter Angst durch die Stadt gerannt wären, sondern nur ihren einfachen Instinkten der Schaulust oder der Sensationsgier gefolgt wären. Das ist so eine Kritik an diesem Modus der humoresken Leichtigkeit. Jetzt würde ich Christian Schiffer gern fragen, Sie sprachen schon von Münklers Gelassenheit. Ja, man soll Gelassenheit lernen im Umgang mit solchen Ereignissen. Wie haben Sie das jetzt als Zuschauer auch wahrgenommen?
Ist Humor Teil dieser Einübung auch in eine Gelassenheit? Ich denke ja. Das ist ja immer bei solchen Ereignissen so, dass die, so tragisch sie sind, sie immer irgendwelche komischen Aspekte haben. Also ich habe ja vorher schon erzählt, bei mir war das so auch mit diesem Facebook-Knopf, aber auch eben dieses Video oder auch, wenn man sich mal anschaut, Anders Breivik zum Beispiel war ja großer World of Warcraft-Fan und hatte eine Figur in diesem Spiel, die hieß Conservatia, und dann schaut man sich diese Figur an und muss einfach lachen, weil es so skurril ist auf so eine seltsame Art. Und eben auch dieses Video, ja, was, von dem ich vorher erzählt habe. Oder wenn man sich anschaut, ich habe mich viel mit dem Darknet beschäftigt, die verzweifelten Versuche des Amokläufers von München, eine Waffe zu kaufen. Er hat das ja über ein Dreivierteljahr probiert. Er hat insgesamt, glaube ich, 160 Einträge geschrieben. Die haben dann da verhandelt und er wurde da auch irgendwie ein bisschen verarscht und hat dann irgendwie andauernd diesen Post nach oben. Und das war, das hat alles irgendwie eine seltsame Komik. Und die ist halt einfach da. Übrigens auch, also auch so eine, also nicht Komik, aber was irgendwie so ein Detail ist, was mir auch nicht aus dem Kopf geht, ist, dass, du hast ja angesprochen, auch diesen diesen Anschlag von Ansbach zwei Tage später, bei dem es sehr wahrscheinlich nur deswegen keinen Toten gab, also den ersten ISIS-Terror-Toten, weil die Kontrollen verschärft worden waren aufgrund des Amoklaufes von München. Ja? Und deswegen, das sind Dinge, die sind skurril und lustig, und ich finde auch, man darf sie aussprechen. Es ist auch dann im Nachhinein, also dann gibt es natürlich auch sozusagen Dinge, die vielleicht gar nicht so lustig sind, aber die irgendwie, die trotzdem was in einem auslösen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel den Terroranschlag von Paris mit einem Toten. Da wurde dann darüber diskutiert, ob jetzt das Brandenburger Tor in den französischen Farben, ob da jetzt ein Toter schon reicht und so weiter, und was dann irgendwie die Grenze, ne? Dann auch grundsätzlich dieses neu eingeführte Genre in sozialen Medien der Trauerkritik. Ja, darf man jetzt irgendwie das in den Farben des angegriffenen Landes machen. Dabei hat man doch überhaupt gar nicht, letztens, als es in Pakistan diesen Anschlag gab, hat man das ja irgendwie auch nicht gemacht und so. Also das sind irgendwie Dinge, die, wenn man sie so ein bisschen so betrachtet, ich gebe es zu, ich finde es manchmal einfach ein bisschen lustig. Und ja, vielleicht gleich dazu gefragt, provoziert das eigentlich das Münchner Publikum? Sie haben ja auch Erfahrung mit Publikumsgesprächen. Denn es ist ja ein Ereignis, sagen wir, das tendenziell auch pathetisch, eigentlich eine pathetische Seite haben könnte. Es gab immerhin Opfer. Wie sind da die Resonanzen? Also ich glaube, dass das für Münchner eigentlich nicht so ist, dass sie, oder zumindest habe ich das in den direkten Beschreibungen selten erlebt, dass sie nicht diese Bewegung, die der Abend ja dann vollzieht, dass er weggeht von dem konkreten Ereignis in München. Und das war auch eine sehr bewusste Entscheidung, nämlich eben in den ersten zwei Szenen bewusst damit umzugehen, mit der eigenen Hysterie und auch, was du angesprochen hast, eben, dass es einem nachher so ein bisschen peinlich ist, wie man eigentlich reagiert hat und wie man auch überreagiert hat, das zu zeigen, aber dann gleichzeitig sich auch wieder von dem konkreten Ereignis in München wegzubewegen. Und ich glaube, das ist was, wodurch sich dann die Münchner eben, also die sozusagen in der Inszenierung dann eher das mitverfolgen und verstehen und weniger noch konkret an dem Ereignis in München hängen. Aber natürlich dadurch, dass jeder in München auch den Abend selber erlebt hat, helfen auch diese ersten zwei Szenen zum Einstieg, also sich damit zu verbinden. In der Mitte setzt sich der Abend auseinander mit einem Ereignis in Beersheba, Israel, wo ein Einwanderer aus Eritrea fälschlicherweise für einen Amokläufer gehalten wurde, erschossen wurde oder angeschossen wurde von einem Sicherheitsmann und danach von einem Mob regelrecht gelyncht wurde. Es ist auch sozialmedial aufbereitet, da gibt es Videos im Internet, die man nachgucken kann. Das ist, wenn man so will, die Ablösung von der Münchner Perspektive hin in eine globale Perspektive. Damien Rapkitz, an dieser Stelle wird ja dann tatsächlich die Münchner Debatte geführt, nämlich die Frage, wie repräsentiere ich eigentlich dieses Opfer? Brauche ich biografische Informationen über ihn? Muss ich mir möglichst eine große Faktenlage verschaffen? Oder soll ich mit klassischen Schauspieltechniken der Einfühlung, wie Wiebke Puls sie dann dort vertreten muss auf der Bühne, darauf zugehen? Können Sie beschreiben, welche Rolle diese Debatte zwischen Performance auf der einen Seite und Schauspiel auf der anderen Seite an dieser Stelle für Sie spielt? Zuerst muss ich sagen, dass diese Szene von Yael Ronan
geschrieben ist. So. Also wir haben über diese Unterschiede also ein bisschen gesprochen, aber wir haben auch versucht, also innerhalb der Ensemble nicht so zu differenzieren zwischen Schauspieler und Performer. Und so vielleicht jetzt, ich bin nicht die das antworten soll, aber auf jeden Fall die Fragen sind, wer kann was repräsentieren und wie zum Beispiel, ich sage I'm not allowed to play this guy who's a Eritrean refugee. I'm sorry, I said in English. And then Vibeke Poels is asked to read this story about that's found from a Folterlager, and she refuses to, but then shows how well she can cry to invoke the empathy of the audience. And then Jelena Kulic in the end reads the Folterlager report word for word, that is the report of someone who is an Eritrean refugee, a family member of an Eritrean refugee who's stuck in a camp. Is that right? Was denkst du? Ja, vielleicht nochmal zugespitzt. Bernd Stegemann, den wir heute früh auch gehört haben, der sagt ja, wieso, das Schauspiel ist doch die große Leistung des Schauspiels ist die Verwandlungskraft. Die Verwandlung von Realität in das Große als Ob. Und warum soll ich nicht einen Toten spielen, einen Opfer spielen? Was spricht eigentlich dagegen? Und wieso ihre Gegenposition, Damien Rapkitz, ist ja, nein, I cannot relate to this guy. Warum eigentlich nicht? Ja, es ist eine ganz interessante Frage, weil in diesem Moment, in dieser Vorstellung, ich bin genau ein Schauspieler. Ich habe das Text nicht geschrieben. Eine Autorin hat mir diesen Text geschrieben und ich versuche, in eine Rolle zu spielen und denke an mich selbst als eigentlich mehr als Schauspieler in diesem Moment. Aber ich würde sagen, wie kann ich mit meiner, also natürlich diese Figur fragt sich, wie kann ich mit meinen Privilegien auf dieser Bühne dieses Mann repräsentieren? Was kann ich über seine Leben wissen, wie kann ich versuchen, das zu repräsentieren? Und das geht nicht. Und dann einer nach dem anderen spielt dieser sterbende Mann wie in einer Schauspielschule oder Kindergarten oder so. Und passt dasselbe. Ja, nee, ich meine das nicht. Also ich bin, ja. Anyway. Ja, aber ich glaube, das sind natürlich die spannenden Momente, also wenn Sie jetzt an Stegemann anknüpfen, ohne, aber das ist genau diese Frage eben, kann man sich empathisch hineinversetzen und lebt davon sozusagen die Kraft des Theaters oder des Schauspielers, oder eben kann man sich eben gerade nicht reinversetzen, weil man nicht die Erfahrung teilt. Und da, glaube ich, kommt dann in der Reflexion darüber, ist es schon sehr spezifisch, ob man als Performer oder als Schauspieler nachdenkt über so eine Situation. Und das war die Frage, die uns beschäftigt hat und die wir nebeneinander stellen wollten, ohne dass wir es in dem Fall explizit werten. Ja. Und es geht aber, das muss ich noch einmal anfügen, natürlich trotzdem auch in dieser ganzen Situation oder Diskussion darüber hinaus, ob über das selbstreferenzielle Spielen oder die selbstreferenzielle Theaterfrage, ist man jetzt Schauspieler oder Performer, sondern eigentlich auch um die Frage, wie eignet man sich überhaupt Welt an oder wie eignet man sich das an, was eben passiert und aus welcher Perspektive. Und in der Und auch, dass diese Differenzierung zwischen Schauspieler gegen Performer in diesem Theater überhaupt nicht möglich ist, weil ich bin ein Performer, der spielt eine Performer in diesem Moment. Und so, wir sind, ich weiß nicht, wie ich kann darüber sprechen. Also es ist nicht
entweder oder. Wir sind Post-Performer, Schauspieler, mhm. Binaries. Ja, was es tut, ist eine Relativierung der Darstellungssituation, ne? Also ein Mitmarkieren, dass diese Darstellungssituation eine hergestellte ist. Wenn ich auch die Bewegung des Abends nachvollziehe, dann würde ich sagen, im dritten Akt erlebt man ja fast regelrecht sowas wie den Triumph der Fakten. Ne? Also da wird dann diese Gelassenheit, um den Begriff von Schiffer nochmal aufzugreifen, ausagiert in einem Darbieten von ja, Statistiken zum globalen Terror. Ja, das 9-11 rausgerechnet, würden nur 0,2% aller Terrorangriffe in der Welt, in der westlichen Welt stattfinden. Und das ist deutlich gesprochen in Bezug auf eine Haltung, die wir einnehmen sollten, nämlich sagt, lasst euch nicht hysterisieren, lasst euch nicht in ein Sicherheitsstaatsdenken hineinbringen, wenn ich das mal so weiterführen darf. Diese Wendung hin zu einer Ernsthaftigkeit, die der Abend da dafür zieht, zu einer Behauptung, ist das eine Tendenz, die jetzt nur spezifisch in dieser Arbeit wichtig war? Oder würden Sie sagen, da lässt sich vielleicht auch über den Abend hinaus etwas markieren, dass unser Theater aktuell genau solche ernsthaften Auseinandersetzungen wieder weiter nach vorne schiebt? Früher hätte man da sofort gesagt, das ist doch agitprop, das ist nicht hinreichend ironisch, das ist nicht hinreichend selbstreferenziell, wenn ihr mit solchen Statistiken da kommt. Plötzlich geht das. Ist das eine neue Tendenz, Frau Höhmann? Sie überblicken das sicherlich besser als Dramaturgin. Also vielleicht noch mal ganz kurz zum Aufbau. Es gibt ja wie diese drei Bewegungen, die erstmal die Beschreibung der eigenen Hysterie, dann gibt es die Perspektive in das Globale, wo tatsächlich ein Attentat passiert und wie, auf welche Weise passiert das. Und dann gibt es in dem dritten Schritt eigentlich als quasi wie Antwort oder Statement sozusagen den Faktencheck oder eben das, was tatsächlich auch eine Antwort auf diese Hysterie ist, die eingangs beschrieben wird aus den unterschiedlichen Perspektiven der Schauspieler. Und ich glaube, dass man schon sagen kann, also zumindest in den Arbeiten von Yael Roon, dass es ja genau darum immer geht, um dieses auf der einen Seite diesen sehr ironischen Zugang und den humorvollen Zugang, um aber gleichzeitig sozusagen den Finger auch in die Wunde zu halten. Und dass dann eben dieses sehr nüchterne, was ist eigentlich und auf welcher Basis spricht man und worüber, von wo aus spricht man, dass das bei ihr eine große Rolle spielt und dass sie das auch sehr ernst nimmt und dass auch der Zugang dann sehr ernster ist und es gar nicht so um Fragen geht, wie das vielleicht in einer anderen Generation von Regisseuren mehr ist, eben Sachen permanent zu ironisieren oder dialektisch zu halten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet, aber ich glaube, dass man das tendenziell bei mehreren Regisseuren einer jüngeren Generation beobachten kann, dass das Anliegen und auch das ernsthafte Anliegen, einen Abend zu machen und etwas damit zu sagen, vielleicht stärker ausgeprägt ist oder anders ausgeprägt ist. Und dass da nicht so eine Angst besteht, wirklich auch was zu behaupten und eine eigene Position einzunehmen. Korreliert es dann oft auch mit so einem Zug hin zu einem Theater des Faktischen? Weil hier ist es ja tatsächlich, man hat sich über Statistiken kundig gemacht und man präsentiert sie eben auch frontal in aufklärerischer Absicht. Ist das dann auch der Modus dieser neuen, sagen wir mal, Theaterhaltung? Damien Rapkatz, Sie sind ja auch als Lecture-Performer unterwegs gewesen. Ja, also ich vielleicht sehe ich das ein bisschen anders, weil Dejan Butchin so sagt diese Fakten. Und er ist auch der Einige in der Szene vorher, der sagt, also er war ein Mensch, er hat einen Namen, dieser Mann, der gestorben ist. Das ist seine Geschichte und wir müssen das lesen, wir müssen uns auseinandersetzen mit dieser Geschichte. Und so, er ist irgendwie seine Figur oder Rolle als Dejan, der früher im Kick-Discounter war, obwohl er gar nicht in München war. So, diese fiktionalisierte Version von Dejan Butchin. Er ist der Voice of Reason oder der faktische, er sucht nach Fakten, aber er ist nur eine Figur. Also ich denke, wir haben, was Yael Roon macht, sehr gut, finde ich, so ist, sie schreibt eine Geschichte, die verschiedene Rollen ganz genau gegeneinander oder im Wettbewerb miteinander spielen, und wir haben alle Funktionen genau wie
in einem Theaterstück, ein klassischen Theaterstück, und das seine Rolle ist. Und deswegen sagt er alle diese Fakten in diese Bogen. Es ist nicht für mich, dass er dann sagt, was die Ergebnis ist oder was die Moral ist oder so, dass wir müssen Fakten, oder? Und gleichzeitig eben, ich hatte jetzt neulich, wir waren eingeladen auf dem Heidelberger Stückemarkt, und dann kam auch die Frage, ja, aber die Zahlen, die müsst ihr ja jetzt irgendwie mal korrigieren, die sind ja von 2015 oder so, und da hat sich jemand eben dran gestört, und gleichzeitig glaube ich, dass diese Fakten eben auch fiktional zu verstehen sind. Also es beantwortet jetzt nicht Ihre grundsätzliche Frage nach Theater. Zumal sie nicht in dem Modus vorgetragen werden, das muss man dann schon dazu sagen, sie werden ja nicht in dem Modus vorgetragen. Ja, das stimmt. Bevor wir zum Publikum öffnen, was ich gleich tun möchte, wenn man jetzt sagt, so ein Abend setzt sich auseinander mit einem sozialmedial hergestellten Imaginären, nämlich mit dieser imaginären Drohung eines Terrors, der über die ganze Stadt ausstreut, der größer ist, als er real dann tatsächlich war. Ein zweites Medium, das auch mit solchem Imaginären zu kämpfen hat, ist eben das Computerspiel. Also der David S. Punkt, der Amokläufer von München, ist, wie man dann Recherchen im Nachhinein feststellte, auch leidenschaftlicher Ego-Shooter-Spieler gewesen. Christian Schiffer, Sie haben in diesem Jahr mit einer ZDF-Doku Killerspiele eine Nominierung für den Grimme-Preis erhalten. Wie verläuft da die Debatte eigentlich? Also was ist das mit diesem Imaginären der Killerspiele? Es gab eine kurze Diskussion auch nach dem Amoklauf, ob man diese Spiele wieder neu zur Disposition stellen sollte. Die Debatte wurde nicht so groß wie in früheren Jahren. Und dennoch, wo befindet sich die Debatte rund um Kinderspiele? Also ich würde sagen, dass diese Debatte keine große Rolle mehr spielt. Ich meine, es gab eine Aussage von de Maizière, der irgendwie mit den Computerspielen ankam, aber der hat sich eigentlich kaum ein wichtiger Politiker angeschlossen. Und das ist doch ein großer Unterschied zu dem, was wir zum Beispiel 2009 hatten nach Winnenden, als es ja diese Diskussion gab, ob man solche Spiele nicht verbieten sollte. Ich glaube aber, dass diese Diskussion wiederkommen wird. Nicht unbedingt bei Computerspielen, aber bei virtueller Realität. Und wir können da einfach in die Vergangenheit schauen. Und zwar nicht nur, weil man sehen kann, dass jedes neue Medium auf größere Vorbehalte stößt, sondern weil wir sehen können, dass es bei Computerspielen zum Beispiel einen großen Bruch gab. Also Computerspiele wurden schon in den 80ern kritisiert, wenn sie gewalthaltig waren, aber mehr aus so einem politischen Ding heraus, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, weil man gesagt hat, es ist nicht gut, wenn Kinder Krieg spielen. Und dann kam Doom. Doom war der erste Ego-Shooter. Und das hat einen förmlichen Realitätsschock ausgelöst. Und dann begann eine neue Debatte, nämlich die Debatte, ob man mit solchen Spielen nicht das Töten trainiert. Ja, da gab es dann wirklich die Vorstellung, wenn man das spielt mit der Maus, dann trainiert man das Töten oder übt das Schießen sogar. Und diese Debatte ist mittlerweile eingeschlafen, weil man immer noch nach 20 Jahren immer noch nicht weiß, ob solche Spiele vielleicht schädlich sind oder vielleicht auch nicht, beziehungsweise mittlerweile sagt man, dass auch wenn sie schädlich wären, wir haben Paragraph 5, die Freiheit der Kunst, man sie zumindest dann nicht verbieten sollte. Und jetzt erleben wir mit Virtual Reality möglicherweise das, was wir eben bei Doom auch erlebt haben, nämlich wieder einen Realitätsschock. Nur ist der Übergang halt nicht von 2D zu 3D, sondern von 3D zu mittendrin. Und da können Sie sich selber natürlich die Frage stellen, wenn jetzt morgen so ein Amoklauf ist, wie der in München, und man findet bei dem Menschen, der ihn getan hat, Virtual Reality-Erfahrungen, bei denen er durch eine Schule geht und Leute erschießt, ja, was dann? Und ich glaube, dass diejenigen, die damals in Anführungsstrichen die Opfer dieser Killerspieldebatte waren, ja, denen vorgeworfen worden ist, so ihr spielt Ego-Shooter ganz schlimm, jetzt wahrscheinlich genau in derselben Position sind, dann ihren Kindern dann sagen werden, ja, das darfst du nicht spielen und so weiter. Ja. Also ich glaube, dass da was ganz Neues dann geschehen wird. Und das, was ich interessant finde, ist, man hat im Strafrecht jetzt ja noch so eine Unterscheidung, dass man sagt, die Gedanken sind frei. Ja, man kann sagen, okay, du darfst etwas konsumieren, wenn es da kein Opfer gibt, ja, virtuelle Menschen sind keine Opfer, dann gibt es dafür auch keine Strafe. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass es Virtual Reality Simulationen geben könnte, auch im sexuellen Bereich oder sowas, die sehr widerwärtig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass dann diese Grenze,
dass man sagt, das, was virtuell passiert, sieht keine Strafe nach sich, dass die in Frage gestellt werden wird. Weil man dann nämlich sagt, so wie es ja in der Killerspieldebatte in Ansätzen auch war, der Schaden ist so groß, wir müssen das verbieten. Und dass man dadurch einen Straftatsbestand sehr weit vorverlagert vor die eigentliche Tat. Und das ist das, was auf uns zukommt. Und andere Debatten, also jetzt gibt es eine Pornodarstellerin, die hat sich einscannen lassen für Pornofilme, die in der virtuellen Realität stattfinden. Und dann ist zum Beispiel, gibt es jetzt die Debatte, soll man nicht möglicherweise auch virtuellen Avataren sowas wie Menschenrechte zubilligen? Weil man natürlich auch sagen kann, man kann mit der Frau dann vielleicht alles Mögliche auch machen. Und wie immer natürlich ist diese Debatte ganz am Anfang und die Politik ist natürlich noch gar nicht darauf eingestellt, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir diese Debatte führen werden müssen und ich würde sogar prophezeien, dass wir in den nächsten 10 Jahren mindestens einen Amoklauf haben, der genau diese Debatte dann induzieren wird. Aktuell muss man vielleicht noch dazu sagen, dass auch Shooter-Hersteller eher die Erfahrung gemacht haben, dass ein zu hoher Grad an Realismus gar nicht so förderlich ist für den Verkauf. Ja. Also die letzte größere Diskussion war da bei Grand Theft Auto mit dieser Folterszene. Also man tendiert ja eher dazu, sozusagen zu überspitzen, zu karikieren, auch die Opfer etwas zu hoch springen zu lassen. Halte ich für nicht so ganz, also glaube ich nicht. Also es gibt zum Beispiel eine Virtual Reality Erfahrung, die hat ein 21-Jähriger gemacht, der hat GTA in Virtual Reality gemacht und plötzlich steht man mit den Handtrackern da und er schießt die Leute. Und er hat gesagt, er fand diese Erfahrung so widerwärtig, dass er das nicht spielen konnte. Okay, das ist dann die Hoffnung, dass es dann bei uns im Menschen irgendwelche Notbremsen gäbe. Aber wir wissen halt aus Kriegen und so weiter, dass es diese Notbremsen nicht gibt. Wir haben bei Virtual Reality zum Beispiel, die Technologie ist deswegen auch interessant, weil sie Psychologen zum Beispiel hilft, bei Menschen Ängste abzubauen. Also wenn man zum Beispiel eine Angststörung hat, ja, dann ist zum Beispiel eine mögliche Therapieform, man tut die desensibilisieren, exponieren. Ja, exponieren beim Angstding. So, und dann kann man sich vorstellen, super Vorteile, jemand hat Angst vor Spinnen, ja, früher total doof, braucht man lauter Spinnen, um den da zu exponieren, dann lässt irgendwie der Praktikant wieder das Terrarium auf und wieder scheiß Spinnen in der ganzen Praxis. Jetzt hat man halt Virtual Reality, Helm auf, hier kriegst du eine Spinne zu sehen, du kannst fein granulieren, wie groß die sein soll oder kleiner oder ob sie, keine Ahnung, wie nah und wie fern, alles total super, spart viel Geld, wenn es zum Beispiel um Flugangst hat, spart es noch mehr Geld. Und was man festgestellt hat, ist, dass das super funktioniert und dass es noch nicht mal besonders real sein muss, um diese Ängste abzubauen. Also auch Ängste zum Beispiel, freies Reden vor Menschen machen, müssen Menschen gar nicht besonders real sein. Schon funktioniert das. Und ich kann mir vorstellen, also ich bin jetzt kein Psychologe, aber wir wissen eben aus Kriegen, dass die Leute eben diese Bremse nicht haben. Es gibt keine Empathiebremse im Menschen und man kann sowas natürlich den Leuten antrainieren, wenn man das möchte. Und deswegen glaube ich, es ist interessant, wie jetzt diese Virtual Reality Spiele sind, die, bei denen man schießen muss. Da wird nämlich sehr darauf geachtet, dass die Menschen nicht menschlich sind. Also es wird in der Regel halt geschossen auf dreidimensionale Figuren oder auf Tiere oder auf Käfer. Und wenn auf Menschen, dann sehen die irgendwie alle gleich aus, eher so roboterhaft und haben Masken. Also man versucht, diese Individualität daraus zu nehmen. Das ist übrigens bei den Computerspielen genauso gewesen in den 80ern. Da wurde auch erstmal nicht auf Menschen geschossen. Ja, und wenn, dann sahen die aus wie Skelette oder wie Gremlins und so. Und ich glaube, da braucht man sich keine Illusionen hingeben. Es wird da Tabubrüche geben und aufgrund dieser Tabubrüche werden wir die ganze Debatte neu führen müssen. Meine Hoffnung ist nur, dass wir sie ein bisschen intelligenter führen als bei den Killerspielen damals, dass wir nicht so viel reden über psychologische Wirkung, sondern dass wir die Debatte ernst führen, politisch führen und sagen, okay, was ist uns die künstlerische Freiheit wert und was muss man dafür vielleicht möglicherweise auch in Kauf nehmen? Ich möchte die Fragen ans Publikum geben. Gibt es Fragen? Ein Saalmikro geht rum. Hallo, gab es eine Einstellungsänderung nach der Erarbeitung? Und war die gleich nach der ersten, zweiten, dritten, vierten Aufführung? Und die zweite, wie seid ihr mit dem Publikum ins Gespräch gekommen? Gab es Recherchen oder Austausch über deren Einstellungen oder Verhaltensweisen?
nachdem, so wie, wie ihr das Stück dann habt entstehen lassen? Zu der ersten Frage kann ich gar nicht so richtig viel sagen, weil das natürlich dann einfach, das ist wirklich ein festgeschriebenes Theaterstück. Jael Rohn schreibt die Texte und dann gibt es eine Inszenierung und die steht so fest, oder also da gibt es nicht wahnsinnige Freiräume oder Improvisationsräume, wo sich ganz viel verändert. Insofern wäre das vielleicht von der Erfahrung, was die Rezeption angeht, eher eine Frage an dich, weil du ja dann in dem Fall einfach mehr auf der Bühne stehst und das erlebst. Zu der zweiten Frage kommen wir vielleicht dann, kannst du kurz sagen. Ja, wir haben gespielt an dem gleichen Abend, als das passiert in Berlin mit dem Weihnachtsmarkt. Und dann hätten wir ein Publikumsgespräch, haben darüber diskutiert. Und dann, so dass jetzt Wiebke Puls sagt am Ende, und jetzt war es, das war nur ein Amoklauf in München. Und jetzt war es doch Berlin. Aber das ist die einzige große Änderung. So. Und was die Recherche angeht, haben wir eigentlich nicht mit Münchnern gesprochen während der Probenphase, sondern da ging es tatsächlich, wie wir eingangs beschrieben haben, vor allem um die gemeinsame Arbeit mit den Schauspielern und um das Erfassen sozusagen von deren Erlebnissen und dann um eine Zuspitzung von Jael Rohn. Persönlich gab es hinterher, wie sind die Reaktionen hinterher gewesen, entweder face-to-face oder eben durch die sozialen Netzwerke? Könnt ihr davon etwas erzählen, wie die Reaktionen waren? Auf den Abend, meinen Sie jetzt? Ja, auf euer Theaterstück. Des Publikums, also über die sozialen Netzwerke habe ich nicht viel mitgekriegt. Und die direkten Reaktionen ist, wie ich eben beschrieben habe, dass ich das Gefühl habe, das wurde eigentlich in München sehr gut aufgenommen und dass sich auch jeder erstmal über diese ersten ein, zwei Szenen, wo sie Ausschnitte jetzt gesehen haben, eben auch erinnert gefühlt hat an das eigene Erleben und darüber dann, glaube ich, erstmal eine Offenheit bestand, den Abend wahrzunehmen. Also insgesamt wurde das sehr positiv aufgenommen in München und es gibt immer viele Fragen auch in den Publikumsgesprächen. Genau, das machen wir manchmal, ja. Ich möchte vielleicht noch eine Frage auch über den Abend hinaus stellen zu dem Profil der Arbeit an Ihrem Haus. Also wenn die Schauspielerin auf der einen Seite sagt, ich bin Schauspielerin, ich bin Profi, ich spiele, was man mir sagt. Und wenn du Tränen willst, kriegst du Tränen. Und auf der anderen Seite steht der Performer, der sagt, ich spiele, wofür ich auch als Autor zeugen kann. Ja? Also wozu ich eine Beziehung aufbauen kann. Wie befruchten sich denn diese zwei unterschiedlichen und auch in der Hierarchiewahrnehmung sehr unterschiedlichen Profile im Haus, auch abseits der Arbeit von Jael Rohnen, die von dem Schauspieler immer fordert, auch als Autor mit einzusteigen? Also so ganz konkret, inwiefern sich das befruchtet, finde ich sehr schwer zu beschreiben, weil ich glaube, dass es sozusagen innerhalb des Ensembles eigentlich diese Diskussion, wie sie von außen an uns herangetragen wird, würde ich fast so sagen, in dieser drastischen Kategorisierung und Trennung von Performer und Schauspieler gar nicht so eine Rolle spielt. Also das ist ja auch das, was du gesagt hast, dass es eigentlich, natürlich kommt das in den gemeinsamen Gesprächen vor, aber es geht nicht darum, im Zusammensein das permanent gegeneinander zu halten. Ich glaube aber, dass es natürlich, und das sieht man vielleicht auch an so einer Arbeit, dass es sich eben schon befruchtet, weil es sehr unterschiedliche Perspektiven auf Situationen oder Handlungsgegenstände gibt und man darüber, dass man unterschiedliche Perspektiven hat, ja in der Regel meistens besonders gut ins Gespräch kommt. Und das ist, glaube ich, was sich sowohl durch unterschiedliche Regisseure oder aber auch Kollektive als auch durch unterschiedliche Schauspieler oder Performer oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, fruchtbar ergibt am Haus. Ja, ich würde auch sagen, dass also Jael Rohnens Humor liegt oft, du hast vorher, also nicht hier, aber vorher gesagt, she puts her finger in the wound. And then, deswegen ist das lustig, also da
ja, weil das war schon ein Diskurs. Sie macht gerne Witze mit das und provoziert ganz auf einige von Kollegen von mir, finden, dass das ganz schlecht ist gegenüber Performer. Einige finden, dass das macht Witze über Schauspielen. Aber der andere ist, dass das ist ein Stück über diesen Amoklauf und diese Hysterie, aber wir sprechen über Performer und Schauspiel. Und das ist auch etwas, also es ist so unwichtig, also im Vergleich mit den echten Themen, aber wir sprechen ständig darüber, ob man Schauspieler oder Performer ist. Deswegen wird der Diskurs ja dann auch zunehmend verabschiedet in dem Abend selbst. Wir haben schon Zeichen bekommen, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich danke sehr Johanna Höhmann, Damien Rapkitz, Christian Schiffer für dieses Gespräch. Hier geht es weiter mit dem Vortrag von Stefan Niggemeier. Sie kennen ihn von Übermedien. Mario Barth geht in die Oper und erklärt uns, dass dort möglicherweise Steuergelder verbrannt werden. Und Niggemeier erklärt uns, wie dieser Diskurs von Barth eigentlich funktioniert und wie Comedy zur Keule des Populismus werden kann. Das dann gleich hier auf der Bühne. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus